sitzen. Und herzlich willkommen zu eurer Monatslegung für den August. Ich blätter jetzt kurz mit euch mal hier meinen Tageskalender um. Okay. Leider kein kleiner süßer Spruch, den ich hiermit weitergeben kann. Also, ich schaue diesen Monat durch eine Neunerlegung, was los ist, ja. Alles Legemuster als letzten Monat, habe ich aber irgendwie, fühle ich mehr. Für alle, die mich kennen, ihr wisst aber, es kommt trotzdem das raus, was für euch gesagt werden soll. Ich gehe jetzt direkt ins Mischen. Und dann habe ich noch was, da könnt ihr mir dann kurz zuhören, ein Angebot, was ihr halt einfach wahrnehmen könnt, annehmen könnt von mir. Was ich euch anbieten kann, persönliche Legungen, glaube ich, wisst ihr jetzt schon alle. Das machen wenige in dieser Form auf YouTube. Ihr könnt mich anschreiben über Instagram. Ich biete euch dann so ganz persönliche Legungen an, so großes Blatt, dass ihr halt... Es ist nochmal anders wie eine Kollektivlegung, ja. Im Kollektiv steigert euch nicht zu sehr rein. Es ist schon gut, nehmt eure Dinge mit. Aber ganz, ganz privat, mit den Namen der privaten Personen, sieht es halt nochmal anders aus. Okay, ihr Lieben, ich gehe jetzt rein ins Mischen. Liebes Universum, gib mir Einblick in den August für mein Kollektiv Schütze. Was ist die Hauptenergie der Schützen im August hier in meiner Legung? Und was ist dienlich zu erkennen, durch mich ausgesprochen zu bekommen? Was spielt ja noch aus der Vergangenheit mit in den August rein? Und wie sieht so Ende August aus? Danke. Stopp. Also, ihr Lieben, was ich euch noch sagen möchte, ich arbeite auch energetisch. Ich mache energetische Clearings. Das ist echt schwer, das zu erklären, was das ist und wie sich das anfühlt. Das ist für jeden Klienten anders. Ich werde jetzt dann auf Instagram, also ich bitte jetzt bei allen um so Feedback-Videos, dass ihr da mal hören könnt, was die Leute tatsächlich selbst dazu sagen. Ich habe tolle positive Effekte gehabt. Eine Klientin, mit der, die hat jetzt schon zweimal dieses Clearing mit mir gemacht, diese Fernheilung und ansonsten energetische Termine zu einem bestimmten Thema, immer zu dem, was halt präsent war, zu was Negativem, was präsent war, irgendwie Panikattacken oder, energetisch Dinge rausgelöscht. Die war wirklich an die Wohnung gebunden und ist jetzt nach Jahren das erste Mal mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist sowas, das freut mich halt total. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren, ihr könnt es annehmen. Und wenn ihr so erste Hilfe in Anführungszeichen, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, boah, das belastet euch voll oder das seht ihr jetzt in der Legung wieder, das Thema zu eurem Ex-Freund, wie ihr zu dem empfindet, dann würde ich jetzt kein Clearing empfehlen. Das ist das, was ich, weiß ich nicht, fühlt sich an einfach wie mein Steckenpferd, als würde sich das ausbauen, weiterentwickeln, als würde ich mit dem laufen, auf jeden Fall eine Zeit lang. Aber dann kann man energetisch gucken. Okay, wie schlimm fühlt sich das für dich an mit deinem Ex-Freund, was auch immer das für ein Gefühl ist. Wenn das eine Gefühl 10 ist, dann gucken wir und finden ein paar Knotenpunkte, woher das ursächlich kommt. Und dann fühlst du dich dazu schon leichter, dass du im Jetzt deine Schritte laufen kannst ohne Altlasten. Ja, da könnt ihr euch sehr gerne bei mir melden. Das ist eigentlich nur so ein meldet euch bei mir, wenn ihr so ein Gefühl habt von ihr werdet überrollt, ihr könnt es nicht alleine tragen. Dann seid ihr da richtig in der Energiearbeit. Dann auf Instagram anschreiben. Wenn euch das überhaupt nicht interessiert, dann trotzdem danke fürs Zuhören jetzt und jetzt geht's los. Okay, liebe Schützen, was ist eure Hauptenergie im August? Die Mäuse. Mag ich ja nicht. Das mag ich nicht, weil... Aber... Warte mal.
lasst mich mal reinfühlen. Doch, bekomme ich als dieses Energieverlusten. Ihr habt eine Schublade offen. Ihr habt eine Schublade offen, in der ihr Energie verliert. Liebe Schützen, irgendeine Schublade ist da offen, die noch nicht geschlossen werden kann. Bevor ich jetzt aber zu viel reininterpretiere, das möchte ich nicht, decke ich erstmal hier alles auf und schaue, was ich noch so bekomme. Ja, in der Vergangenheit der Herzmensch, der Herzensmensch. Was ist bei euch denn los im August? Bitte hier ganz positiv das Ende August. Nicht so coole Legung, leider, liebe Schützen. Sieht und fühlt sich anstrengend an. Vergangenheit sieht cool aus. Vergangenheit sieht cool aus. Was meine ich mit Vergangenheit? Vergangenheit ist gestern. Wenn du dieses Video siehst, bis gestern. Egal wann du jetzt das Video siehst, bis gestern. Das spielt rein einfach mit in deinen August, was da noch war. Das schwingt mit rein. Und was da mit rein schwingt, ist, dass dein Herzensmensch, den Mensch, den du liebst, dass der super verlässlich ist. Sehr positiv. Das schwingt mit rein in den August, in das, dass du es jetzt anschaust, aber hier die Kommunikation unterbrochen ist. Ich ziehe mal hier noch eine Klärungsplatte. Die Gefühle hier ein, dass irgendetwas so ist, lieber Schütze, dass du da zu viel Respekt möchte ich nicht sagen, sondern zu viel Angst, dass das vielleicht, wenn du was aussprichst oder wenn du was ansprichst oder wenn ihr auf ein Thema kommt, du und dein Herzensmensch, wenn ihr wieder auf ein Thema kommt, das Altlast ist, das altbekannt ist, da sprichst du es lieber nicht mehr an oder ihr habt es lieber totgeschwiegen praktisch, weil eigentlich ist alles so, der Herzensmensch an sich ist für euch vom so Gefühl und wie das hier so liegt, verlässlich. Verlässlich ist der Baum, also da kann man einfach nichts Negatives sagen. Aber irgendwas vermeidet ihr hier oder habt ihr vermieden anzusprechen, auszusprechen, weil es sein könnte, ich habe so ein Gefühl wie Vorahnung, man weiß ja eh, wie es endet. Aber das schwingt mit in den August rein und das sollte vom Tisch. Da sollte was vom Tisch, was irgendwie mit Ängsten, Verletzungen, mit echt tiefen Gefühlen, da ist der Mond dabei, tiefen Gefühlen zu tun hat, das sollte schon nochmal zwischen euch ausgesprochen werden. Und dass das nicht ausgesprochen ist und dass ihr da keine Klärung findet, das ist sowas, wo ich sage, hey, das kannst du energetisch alleine anschauen. Wenn du es nämlich in dir drehst, wird sich in der anderen Person auch was drehen. Sowas kannst du, musst du nicht mit dem anderen besprechen, weil wenn keiner von beiden, also wenn ihr jetzt so ein Thema habt, ja, wo ihr nochmal drüber sprechen könnt, aber keiner hat schon eine neue Sichtweise, eine neue Perspektive. Du brauchst eine neue Perspektive oder du musst ein gewisses Thema schon gelöst haben. Das heißt, dann kommst du vielleicht von hier oder plötzlich von hier oder von hier nochmal neu ins Gespräch rein. Das heißt, im Gespräch kann dann etwas Neues entstehen. Es wird dann wahrscheinlich nicht mehr enden, wie es immer geendet hat. Oder dein Partner macht das, ja. Aber ich gehe jetzt hier davon aus, dass ich dir, lieber Schütze, mitgebe. Bitte schau dir das Thema an, gerne auch mit mir. Wenn nicht, mach es alleine. Mach mal eine Meditation, wo du sagst, du hättest gerne mal eine Antwort auf. Es gibt so Meditationen, da kannst du Antworten erfragen. Also die kommen dann aus dir selbst, aus der Stille praktisch, zu zum Beispiel diesem Thema, bla bla bla. Und dann hast du schon eine andere Perspektive, du hast eine andere Haltung zu diesem Thema. Und dann kann hier auch was Neues entstehen, weil das ist ein bisschen blöd. Also vielleicht ist deswegen deine Legung für dich, meine Legung jetzt für dich da, dass du sagst, ja, das nervt. Ja, ich weiß, das würde ich mit reinziehen in den August. Und dann ist der ganze August wieder in Anführungszeichen für den Arsch, weil die Schublade offen ist, ihr könnt noch tolle Sachen unternehmen und so, es lässt euch gedanklich und gefühlt aber nicht los. Weil diese Schublade, dass ihr das mit diesem Menschen, mit dem Menschen, den ihr liebt, habt ihr was zu besprechen, was ihr euch nicht traut zu besprechen. Weil es oft oder gefühlt mindestens einmal nicht gut geendet ist. Beide waren traurig, weil ihr keine Lösung so für euch findet. So. Deswegen ist die Hauptenergie, wenn ihr das nicht drehen könnt, wenn ihr auch nicht drüber sprecht, dann schwingt es den ganzen August mit und deswegen haben wir hier auch die Mäuse. Ich sehe, jetzt wäre es richtig,
Wir haben nicht den Sarg auf den Kopf und den Berg auf den Kopf. Das Problem ist, dass ihr kein Ende vollzieht. Die Schützen, die jetzt hier bei mir reinschauen, für die die Legung gemacht ist, ist das Problem, dass ihr es nicht beenden könnt. Okay, ihr habt so ein... Kennt man, man möchte was beenden, man weiß, man sollte ab hier für sich selbst laufen. Ab hier tut es einem nicht mehr gut, über sich drüber zu gehen für den anderen, weil man ihn ja mag. Aber weil man jemand anderen mag, deswegen sollte man nicht in einer Liebesbeziehung sein. Aber da habt ihr irgendwelche Themen drauf, warum ihr noch nicht für euch laufen könnt. Wahrscheinlich wegen Selbstwert. Was es genau fehlt bei jedem ist, weiß ich nicht. Aber da dürft ihr was finden, dürft ihr was lösen. Es zieht euch Energie. Vielleicht ist dieser Herzensmensch deswegen so im Baum, weil ihr sagt, hey, der ist doch super. Ich kann mir vorstellen, dass es bei manchen von euch leider so ist, dass ihr sagt, der Mensch ist super. Ich weiß, ich kann mich auf den verlassen, der sieht gut aus und so weiter und so fort, aber ich sehe hier in der ganzen Legung, muss ich sehr ehrlich sein, keine Liebe. Also die, die jetzt wirklich verliebt sind, tut mir leid, dann trifft die Legung für euch jetzt nicht zu. Die, die jetzt nicht mehr so verliebt sind, ihr wollt es hier behalten, weil dieser Mensch ein guter Mensch ist. Aber ohne Gefühle macht das überhaupt keinen Sinn. Das heißt, ihr solltet euch wahrscheinlich schon überfällig trennen von dem Menschen in partnerschaftlicher Ebene. Und das schafft ihr nicht. Weil ihr diese positiven Aspekte, die der Mensch mit sich bringt, weil er ist, wer er ist, da könnt ihr nicht dann für euch gehen. Also ihr könnt irgendwie nicht für euch laufen. So, schauen wir, was Ende August ist. Ende August habt ihr was gelernt. Das ist schon mal sehr positiv. Oder ihr seid sehr nah dran, neue Antworten oder so zu bekommen. Ihr habt einen Rückzug drin, den ich auch nicht negativ empfinde. Ja, ihr vermehrt das Ganze nicht mehr Richtung Herzensmensch. Ja, ihr versucht die Reise neu zu starten. Egal, was neu ist. Neu ist gut, wenn man... Neu ist einfach nur in dem Sinne fein. Könnt ihr stolz auf euch sein, wenn ihr es anders macht, als ihr es bis jetzt immer gemacht habt. Das reicht schon bei euch. Und dann haben wir das Haus auf dem Kopf. Warum kommt die Stabilität Ende August noch nicht? Weil ihr noch nicht den Durchblick habt. Vielleicht hat es auch mit Treue zu tun. Dieses Thema mit dem Herzensmenschen... dass ihr euch trennen solltet. Vielleicht war hier auch mal ein Bruch, den ihr nie verarbeitet habt. Das habe ich hier auch gerade noch als Aspekt bekommen. Alles in allem, liebe Schützen, war das eure Augustlegung. Also eine Sache, es gibt so eine unsichtbare Linie, die ihr nicht mehr überschreiten solltet. Ihr wisst ganz genau, was das für euch ist, wenn ihr das jetzt hier hört und das eure Legung ist. Ihr solltet nicht mehr übers Ende hinausgehen. Ihr solltet das Ende vollziehen. Und ihr werdet, klar, man muss, klar, das ist, habe ich letztens erst mit jemandem gesprochen. Es ist so, man denkt, der Körper hat es noch nicht erfahren, dass man dann nicht stirbt. Dass man dann nicht, klar kann man in ein Loch fallen, aber man stirbt ja nicht. Dass man das aushalten kann. Ich glaube, viele sind da dran so, ich kann das nicht aushalten. Weil das Unterbewusstsein euch sagt, ihr wisst gar nicht, warum es sich so schlimm für euch anfühlt, das Unterbewusstsein euch sagt, was passiert denn dann? Sterbe ich dann? Überlebe ich das? So ist es ein bisschen. Ich habe 3 Orakelkarten für euch dabei. Was hilft denn hier meinem Schützen im August? In dieser Lage, in dieser energiefressenden Lage, so nenne ich das jetzt mal, die 8. Loslassen. Bewusstes Loslassen bedrückender Altlasten, Transformation von Energieformen, die dem kosmischen Gesetz widersprechen, Auflösung bestehender Strukturen, Befreiung zugunsten der Lebensfreude. Ja, es ist alles nur noch im Kopf, also lebendig fühlt ihr euch gerade gar nicht. Loslassen und erkennen oder erfahren dürfen, dass man nicht stirbt, ist so die Devise, Altes loslassen. Weil mit Alten könnt ihr nur alte Wege gehen. Ein Krafttier für meinen Schützen. Ein Krafttier für den August, für meine lieben Schützen da draußen. Ich glaube, ihr lieben Schützen müsst euch schützen. Müsst euch selbst schützen, das könnt ihr nicht so gut. Oh, das hatte ich auch. Das hatten die Wagen auch. Die Kobra, Selbstmeisterung. Die Kundalini-Kraft erwacht. Neue Energien werden frei. Deine regenerativen Kräfte entfalten sich. Ja, ich sehe nämlich, dass du das Potenzial hättest,
das Ende tatsächlich schon zu vollziehen, weil es liegt ja hier. Ich glaube, einige von euch, wenn ihr euch so ein bisschen selbst in den Arsch tretet oder vielleicht sagt, okay, ich melde mich doch mal bei der Luna, ich teste mit der mal 2, 3, 4 Sachen raus, ja, mal so 45 Minuten. Ich meine jetzt nicht diese körperliche Ekelation, könnt ihr auch gerne machen, aber mal dieses, das ist mein Thema, ich schaue da rein, wir gucken, was wir finden. Das ist so für dich laufen, ja. So Dinge solltest du machen. Und wenn es was ganz anderes ist, was dir gut tut, dann mach was anderes. Ich will jetzt hier nicht Werbung für mich selber machen, aber das bringt mir oft am meisten. Bei so schweren Themen, wo ich kein, ich bekomme dann, ich krieg dann nichts. Ich sitze dann wie in so einer Schüssel mit Deckel. Ja, da muss mir erstmal einer den Deckel aufmachen. So fühle ich mich da manchmal total blöd. Und im Nachhinein denke ich mir, oh Mann, wie blind kann ein Mensch denn sein? Aber gut. Hier Delfin-Orakelkarten noch. Eine Delfin-Orakelkarte bitte für meinen Schützen. Oh, cool. Ihr könnt das nicht so sehen, das weiß ich. Das fokussiert es nicht an. Regenbogenfarben. Delfin-Glückskarte. Heute ist dein Glückstag. Cool, jetzt, wenn ihr es seht. Okay, was ist heute los? Delfine bringen Glück in dein Leben. Ein Zustand des inneren Friedens, der Erfüllung und der stillen Freude. Nimm die Segnungen und Glückspunkte in deinem Leben an. Jede Entscheidung ist die Wahl zwischen Sorge und Wunder. Wähle das Wunder, das Glück, den Frieden und die Liebe. Du kannst das, lieber Schütze. Du kannst es, trau dich. Trau dich wirklich, ja. Es sind so viele alte Muster, die dich so gefangen halten in dir selbst. Also, liebe Schützen, ich drücke euch wirklich die Daumen. So, ihr hattet bis jetzt so die anstrengendste, negativste Legung. Ob es am negativsten ist, möchte ich nicht sagen. Warum negativ? Ja, ihr habt halt hier viele Punkte, die ihr angehen könnt, was ja eigentlich auch so rum wieder sehr positiv ist. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Monat wieder reinschaut und bis dahin macht es gut. Passt auf euch auf. Ciao.